Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Sphere. Und so sieht man aus, wenn man hochschwanger ist und einfach nur in die Gegend guckt und denkt, ich muss pullern. Tja, so ist das, ne? Oh. Sie fühlt sich schon so ein bisschen schwanger. Ja, sie ist ja auch schwanger. Wann ist sie denn schon schwanger? Hey. Hallo, ich wollte gucken. Ist egal, es wird heute nicht geguckt. Ich weiß nicht, warum. Achso, dritten Semester. Ich habe keine 5 Stunden gespielt. Wir sind immer noch im Urlaub mit den Süßen. Und es sieht leider immer so aus, dass wir immer noch auf das Kind warten von Ramona. Aber ich hoffe, das wird nicht jetzt kommen. Weil wir sind alle hier gut erstmal dabei zu essen und zu mampfen und was weiß ich alles. Wir räumen hier so ein bisschen mal auf. Und unsere liebe Ramona, unser lieber Dimmelhart hat uns hier leckere Brownies gebacken. Und ja. Und wir haben in der letzten Folge haben wir Sandy und Dämonheart ein bisschen zusammengebracht. Die haben so ein bisschen, man könnte sagen, ein bisschen geflirtet. Und ich niese heute schon den ganzen Tag wie verrückt, weil ich am Renovieren bin. Und natürlich ist das natürlich so, dass ich sehr, sehr allergisch gegen Hausstaub bin. Und deswegen niese ich schon den ganzen Tag. Dicke Augen. Ja, ich weiß, wir haben noch keinen Sommer, aber trotzdem, dicke Augen hat man immer. So. Oh, Palingo. Ja, warum sitzt du hier mit knapper Unterwäsche? Willst du Ramona ihr Freund wegnehmen? Ich meinte, Benjamin, seine Freunde wegnehmen. Klar, ihr wisst das, ne? Ja, ja. So. Wir wollen uns ein bisschen vergnügen gleich. Und dann gehen wir auch los, mal ab zur Party, so nach dem Motto. Noch ein Zwischenfunk, sage ich jetzt einfach mal so, ein Zwischenlaberung von mir jetzt. Nach Weihnachten fängt dann ein anderes LP an. Das heißt, nicht mehr die Sims 4 an die Arbeit, dann Sims 4 Zeit für Freunde und andere Erweiterungspacks. Das heißt, ich werde dann alle Erweiterungspacks haben, alle 3 Erweiterungspacks, Zeit für Freunde. Nein, 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 nein. Oh. Oh, ich habe mich jetzt richtig erschrocken. wir werden dann Zeit für Freunde antesten. Dann noch Grusel-Accessoires Pack da, komischen Dings. Und sag mal schnell. Wie heißt es? Küchen-Accessoires. Weil ich habe noch keine Küchenaccessoires und so. Arm verbrannt. Oh, das sollte ich besser lassen. Ja, selbst schuld, ne? Ach ja. Oh. Du siehst richtig süß aus in deinen neuen Sachen, finde ich. Ja, ich habe sie vor ein paar Parts umgestylt, hab gedacht, komm. Ne? Ich glaube, ich würde sie auch immer 4, 5 oder 6 Parts immer neu gestalten und dann gucken wir einfach mal, wie wir Lust haben. Wofür? Hallo. So. Und dann machen wir jetzt nochmal Hamburger Kuchen. Also ich bin mit Benjamin an der Kehre eingestiegen. Ich möchte ihn so zum Superkoch entwickeln lassen. Und dann dachte ich mir einfach, komm, mal was Neues.
Ja. Und wir warten erstmal, bis Ramona ihr Kind bekommt, was es wird, ein Junge oder ein Mädchen. Und dann, denke ich mal, dann haben wir uns erstmal auch verdient, mal Wellness-Tag zu erleben, weil ich habe doch gar nichts da gezeigt, wirklich. Du bist krank. Ja. Ich glaube, ich gehe mit ihr nach Hause. Ach ja, so ist das manchmal, ne? Und kurz vor Weihnachten dachte ich mir, ich mache dann noch ein paar Let's Play, also ein paar Folgen und dann gucken wir weiter, was das neue Jahr bringt. Und dann gucke ich auch mal, ob ich mehr Guild Wars Folgen, ja. Ich wollte jetzt gar nicht, dass ihr alle, spontaner Urlaubsabbruch gehört auch manchmal dazu. Komm, wir kochen einfach jetzt nochmal. Wir machen einfach mal was Leckeres. Und dann kann die liebe Sandy uns mal hier vom Internet mal ein paar, ach, das ist gar nicht dein Zimmer, ne? Nö, das ist dein Zimmer. Mal vom Internet bestellen, so Medizin. Jetzt hier mal Pendel gucken. Und du kannst jetzt mal hier hingehen. So. Du kannst eine Medizin nehmen. Und du auch. Dass er gut in der Schwangerschaft ist, weiß ich ja nicht. Noch jemand krank hier? Nicht wirklich. Und die Pflicht ruft. Die Welt ist ein riesiger Sumpf des Verbrechens und es wird Zeit, dass so viel andere für Recht und Ordnung sorgt. Gehst du mit zur Arbeit oder soll dein Zimmer alleine gehen? Komm. Noch einmal kannst du alleine und dann nächstes Mal werden wir dich begleiten, meine Liebe. Ach ja. Und dieses Haus habe ich ein paar Parts schon neu gestaltet. Was ist los? Warum gehst du nicht auf Toilette? Oh. Ja, ich habe den Mod drin, dass man die Pixel und das alles ausschaltet, weil ich finde das einfach doof. Und hier schläft natürlich Benjamin, ne? So. Und du willst auch mal mehr kochen jetzt. Das kannst du wegschmeißen, dann kannst du. Und das kannst du. Ja, Moment. Das kannst du natürlich auch weglegen. Und dann kochen wir mal wieder was Neues. Speck und Specksalat, Tomaten-Sandwich. Ja, können wir eine Einzelportion herstellen. Ah, das ist gut. Das ist gut. Komm, Süße, geh einfach mal näher an die Kleine ran. An die Kleine. Mhm, an die Kleine. Darf sich ein bisschen mehr zu ihr widmen, also. Start the bay quipper.
in a row. Wir dürfen uns jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, wir dürfen jetzt nicht hier ein bisschen, rede ich da. Wir dürfen uns jetzt nicht hier ablenken lassen oder sonst was. Wir müssen jetzt hier eine gute Beziehung zu ihr aufbauen. Weil ich eben auch auf eine tiefe Bindung mit ihr haben möchte. Weil ich halt immer mal was anderes möchte. Außer mal Pärchen so zum Beispiel. Mann und Frau oder sowas. Ich glaube, ihr habt das schon letztes Mal schon geahnt. Du kannst jetzt auch mal eine Kleinigkeit essen. Du kannst mal jetzt... Nee, ich wollte einfach nur... Da. Joghurt essen. Mit... Hallo? Mit... Milch. Du kannst auch mal weglegen. Und dann möchte ich gerne noch mal was kochen. Ich weiß, das ist ein bisschen viel jetzt auf einmal, aber ich möchte auf jeden Fall, dass, dass er auch weiterkommt in seinem Level. So.